Ihr habt das neue EWE Zuhause TV angeschlossen und wollt jetzt wissen, was diese Box alles kann? Das zeige ich euch. Ich bin Jan, euer EWE Smartgeber. Auf geht's! In der letzten Folge haben wir euch ja gezeigt, wie man EWE Zuhause TV anschließt und einrichtet. In dieser Folge geht es darum, welche Funktionen die Box eigentlich hat. Dafür schalten wir das Ganze erstmal an. So sieht das Ganze aus. Oben habt ihr eine Menüleiste und unten habt ihr schon individuelle Vorschläge von Filmen, Serien aus dem aktuellen TV-Programm. Mit den Pfeiltasten könnt ihr nach unten gehen und auswählen, was ihr sehen wollt. Auf dem nächsten Reiter Programm findet ihr das aktuelle Fernsehprogramm. Ihr könnt sehen, was jetzt gerade läuft, was später läuft und ihr könnt auch Sendungen aus der Vergangenheit anschauen. Und das Allerbeste ist, ihr könnt das Live-TV-Programm einfach durch einen Druck auf die Pause-Taste anhalten, euch einen Snack holen und mit Play dann weitermachen. Im Menü findet ihr auch die Mediatheken, da könnt ihr draufgehen und dann zum Beispiel das ganze Angebot von der ARD anschauen. Wenn ihr nie wieder was verpassen wollt, dann schaut mal in den Reiter Aufnahmen. Da könnt ihr einzelne Sendungen oder ganze Serien aufzeichnen und beliebig oft wieder anschauen. Im Menü findet ihr auch den Punkt Radio, da könnt ihr euren Lieblingssender hören. Und natürlich gibt es auch eine Suchefunktion, da könnt ihr zum Beispiel eure Lieblingsserie finden. Übrigens, keine Sorge, wenn ihr euch mal irgendwo in den Menüs verlaufen habt, drückt einfach auf die Home-Taste, dann seid ihr wieder ganz am Anfang. Ihr seht, total einfach das Ganze. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mal unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, lehnt euch zurück und viel Spaß.